Ein Eisgolem und Legendary! Alright, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale! Schöne Grüße mal an alle OGs und Team früh oder nachtaktiv. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Haut ein Like rein, wenn ihr noch wach seid für eine schöne, entspannte Runde Clash Royale, ne? Und vor allen Dingen kann man jetzt super easy ja seine Einheiten hochleveln. Und haben wir auch ein letztes Mal gemacht. Jetzt heißt es aber Clash Royale Shopping Queen oder Shopping Princess, was auch immer. Wir haben hier im Shop viele Sonderangebote. Und die holen wir uns tatsächlich auch. Wir fangen mit den Appetithäppchen an. Erstmal ein paar gratis Sachen. Sage ich nicht nein. Was euch für euch gratis ist, ist natürlich der Abo-Button und die Glocke. Es würde mich mega freuen, wenn ihr das reinhauen könntet, wenn ihr mehr Clash Royale sehen wollt. Natürlich gerne ein Like für OG-Verhältnisse und allgemein. Weil Clash Royale jetzt bei mir natürlich nicht mehr der Hauptcontent ist, werden auch die ganzen alten Clash Royale-Zuschauer das nicht mehr sehen oder nicht empfohlen bekommen. Zumindest solange das Video nicht viral geht. Und ich wüsste nicht, warum das Video viral gehen sollte. Machen wir einfach aber mal zum Spaß, ne? Weil wir wollen Kohle ausgeben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz simpel erstmal mit dem Bücher an und stopfen das dann irgendwo rein, wo man einfach Maximum Level hat, oder? Das hört sich doch schon mal gut an. Fangen wir erstmal mit diesem Sonderangebot an. Zack, ein Buch ist drinne. Damit können wir eine Einheit von Level 12 auf Level 13 boosten. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Karte habe, die ich von Level 12 auf 13 bringen kann. So, gekauft, Kaching. Episch ist schon geiler, kostet aber schon fast 20 Euro. Aber episch kann ich definitiv eine Einheit von Level 12 auf 13 bringen. Und dies legendäre Busch. Legendäre Buch. Oh ja. Tada, alle drei Bücher gekauft. Jetzt werde ich ja richtig smart, Leute. Kann Bücher lesen. So, aber die Frage ist, wo stopfe ich das da rein? Und die anderen zwei Sonderangebote holen wir uns auch noch. Also, richtig Shopping. Wo stopfe ich die jetzt rein? Ich könnte theoretisch den Eismagier auf Level 12 bringen und dann das Buch benutzen, um den auf Level 13 zu bringen. Dann hätte ich eine erste Maximum Legendary Karte. Das wäre sick. Das wäre sick. Der ist auch der einzige. Beim Mega-Ritter fehlt mir nur noch eine. Dann hätte ich den auch auf Maximum Level bringen können, ne? Aber das ist zum Beispiel ein Move, der mega smart ist. Man gibt erstmal, ne, so, dass die direkt am Anfang von Level 12 sind. Und dann blästest du das Buch rein, weil dann hast du den maximalen Effekt davon. Und ich upgrade den erstmal auf Level 12. So weit, so gut. 800 Punkte. Oh, ich bin bald mit Maximum Königslevel, Leute. Ich glaub's nicht. So, und ich könnte jetzt das Buch verwenden, um 20 legendäre Karten für den Eismagier zu machen. Hast du einen Joker? Meint ihr mit dem Joker jetzt das Buch oder nicht? Oder das hier? Ihr meint für den Mega-Ritter? Nee, ich habe leider keinen einzigen Joker, aber wir bekommen gleich einen. Da sind zwei Joker drin, bei dem Sonderangebot. Dann können wir das in den Mega-Ritter stecken. Und dann das Buch in den Mega-Ritter. Die Frage ist jetzt nur Mega-Ritter oder Eismagier? Ich weiß es nicht. YouTube, was meint ihr? Was soll man das reinstecken? Mega-Ritter ist, glaube ich, ein bisschen mehr Meter. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen auf Shopping-Tour. Und dann können wir das noch mal ein bisschen verteilen. So, 10 Euro. Gönn dir Money, Supercell. Dachte, ich würde euch nie wieder Geld in den Rachen reinstopfen. Aber eigentlich tue ich das immer wieder. Ne, ich bringe ja Clash Royale-Videos alle paar Monate raus, wenn ein neues Update rauskommt. Dann stopfe ich immer wieder was rein. So, erster Shopping-Spree voll. Wir kriegen eine Münze, die muss ich auch gleich ausgeben. Und zwei Joker. Und eine Menge seltene Karten. Die kann ich tatsächlich für die Musketieren verwenden. Alter, ohne Flachs. Guck mal, ich kann die gleich Musketieren bringen, ne? 200 Karten werden reinfließen und dann kann ich die auch auf Level 13 bringen. Mama. Oh, Mama. Geil. Ohne Witz, dieses Update war einfach viel zu spät dran. Das Update war viel zu spät dran. Das hätte ich vor 3 Jahren gebraucht. Das hätte jeder vor 3 Jahren gebraucht, als die Leute noch aktiv das Spiel gespielt haben. Weil dann hätten die echt Hoffnung darauf, Level 13 Karten zu holen. Aber so hat ja jeder die Hoffnung verloren, weil das einfach ultra lange dauert. Boah, ich weiß nicht. Soll ich die Musketieren jetzt auf Level 13 bringen? Dann habe ich nur noch Klopsi, der noch fehlt, ne? Shit. So, aber eine Münze muss ich jetzt auf jeden Fall wasten, weil hier kriege ich die nächste bei der Magietruhe. Und das Angebot endet auch gleich. Wir kriegen noch eine zweite Münze. Diese zweite Münze können wir entweder auf den Eismagier oder auf den Mega-Ritter machen. Mega-Ritter bringen wir jetzt auch mal auf Level 12 mit dem Joker. Da, Mega-Ritter bringen wir auch mal auf Level 12. So geil. So stark, ne? Ohne Witz, jetzt können wir den auch mal upgraden. Zack, der ist jetzt auch Level 12. Sweet. Und ich glaube, ich kaufe mir jetzt diese nächsten zwei Angebote. Ah ne, ich muss immer noch die Münze wasten. Also eine Münze können wir für die Musketieren wasten. Ist, glaube ich, ein No-Brainer, ne? Wir wasten eine Münze für die Musketieren, die kann Level 13 werden. Das spart uns 100.000 Gold. Rein damit. Level 13, nächste Karte. Oh mein Gott, Alter. Ich habe bald wirklich ein Maximum-Level-Deck. Ich glaub's ja nicht. Fehlt nur noch die Nachthexe, ehrlich gesagt. Aber da brauche ich noch 10 Karten. Ne, und Klopsi braucht auch noch ein bisschen was. Und jetzt hole ich die nächsten zwei Angebote. Lauscht ihr der entspannten Musik zu?
Hier ohne Flachs. Nach 5 Jahren habe ich endlich Maximum-Level-Karten und kann 4500 Trophäen pushen. Das wäre vor 3 Jahren das absolute Highlight, ne? 4500. Heutzutage ist das nichts wert. 30 Joker und 300 für gewöhnliche Karten. Und nochmal 60.000 Gold obendrauf für irgendwas zu upgraden. Und noch eine Münze. Die holen wir uns auch nochmal. So. So. Nächste Münze. Und nächste Magical Chest. Nehmen wir auch nochmal mit. Nochmal ein paar Joker. 2 Stück. Perfekt. 5-mal Rabauken. 11-mal Elite Barbies. Sind wieder voll. 48 Lakaien. Eisgolem. Und Legendary! Look! Ist da! Da ist er wieder, Leute. Der Chest Opening Gott auf YouTube. Mit dem besten und saftigsten Chest-Openings, die wir je auf Clash Royale hatten. Und jetzt wird es eine wunderschöne Hexenmutter. Oder es wird der Mega-Ritter. Wehe, das ist der Mega-Ritter. Wehe! Wehe! Dreh, 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 dreh. Ah, Vaniten. Auch okay. Auch okay. Ey, das wär's gewesen, wenn es jetzt der Mega-Ritter wäre, ne? Sehr sweet. Haben wir auch aufgekauft. Appetit-Häppchen haben wir. Da sind die Crab-Truhen. Ne, nix kommt an. Ja, ob mir Supercell jemals den Code gibt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, dass Supercell mir jemals einen Code gibt. Die geiern ja ein bisschen. So, aber jetzt kommt der Masterplan. Kann ich wirklich 64 Klopsis eintauschen? Oder hole ich mir erstmal ein Level 13 Mega... was war jetzt um der Umfrage? Umfrage hat Mega-Ritter. Okay, dann machen wir Mega-Ritter. Wir setzen das Buch ein, um den Mega-Ritter auf Level 13 zu bringen. Beziehungsweise 20 legendäre Karten. Und das ist das Smarteste. Auch für alle anderen Leute. Wenn ihr euch die Bücher holt, egal ob durch Kaufen oder durch Kisten, kann man die, glaube ich, gar nicht kriegen, ne? Verschwendet die nicht, um von Level 10 auf Level 11 zu kommen. Es macht nur Sinn beim letzten Level. Von Level 12 auf 13. Egal welche Seltenheitsstufe, es lohnt sich immer nur beim letzten Level. Und deswegen machen wir jetzt den Mega-Ritter. 20 rein. Katschink. Obendrauf. Und dann noch die Münze, um Geld zu sparen. Auch da. Nur von Level 12 auf 13. Alles andere macht keinen Sinn. Weil du damit den größten Effekt und den größten Ersparnis hast. Mega-Ritter Level 13 in your face. Junge, und was kann ich hier machen? Da könnte ich... Ja doch, ich muss wirklich Klopsi eintauschen. Dann das Buch benutzen. Dann kann ich den auf Level 13 bringen. Und Gold habe ich ja. Aber das lassen wir nochmal für was anderes. Ich habe jetzt Maximum Level Musketieren. Bogenschützen. Jetzt machen wir so ein richtiges Rotz-Maximum-Level-Deck fast, ne? Bis auf eine einzige Karte. Grabstein, es juckt keine Sau. Und damit zerpflücken wir jetzt hier. Machen wir noch eine Kiste obendrauf. Einfach mal für Old Wipes. Zack, obendrauf. Hier nochmal eine Kiste. Und einmal Blitz. Läuft. Jetzt zerstören wir die. So, jetzt haben wir Level 13. Komm, scheiß auf dich. Scheiß auf dich und deine Level 10 Kobolde. Durch Skill zerstört. Sagt er jetzt schon. Gutes Spiel, Leute. Einfach der bessere Skill, ne? Ich sag's euch. Die besseren Plays. Die besseren Plays einfach. Alter, was blästert da alles raus? Was blästet der alles raus? So. Okay. Das ist schon eklig. Das ist schon. Einfach nur durch besseren Skill den Gegner komplett zu zerstören. Ne, mit einem Level 13 Mega-Ritter. Level 13 Musketieren, die ich jetzt habe, die endlich mal nicht durch Feuerball-One-Shot ist. Und das ist die mentale Zerstörung. Das ist der Play gewesen. Deswegen ist auch der Name. Spam Play. Falls ihr denkt, absoluter Bullshit, was du gerade erzählst, seid ihr genau richtig. Das ist ja genau absolute Bullshit. Ach, der Klon? Ich mach mal zur Sicherheit. Ich mach mal zur Sicherheit einfach mal, falls es kein Klon-Move war. Spam der Playboy, genau, weil ich einfach die Plays bin. Bin ich der Playboy. Einfach besser. Schmeckt. Schmeckt. Schmeckt nach Kreditkarte und Geldscheinen. Aber es schmeckt. Leute, wenn ihr Kacke seid, zerstört die Gegner einfach mit Kreditkarten und Money. So wie ich das jetzt gemacht habe. Als wenn ich nie weg gewesen wäre. Genau, als ob ich da immer noch aktiv wäre, Leute. Als ob ich das nie weggelegt habe, das Spiel. Fast Maximum Level Deck. Ich werde nicht mehr. Und das nur durch ein paar Items jetzt endlich das Ganze ermöglichen. Wisst ihr, was aber auch alles ermöglicht? Wenn ihr einen Like-Button reinhaut, Abo-Button und die Glocke. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich mega freuen. Würde das Video pushen und natürlich auch Clash Royale. Falls das jemals viral geht. Wahrscheinlich nicht. Ist auch wurscht, ne? Fortnite neue Season kommt ja auch noch. Ist auch nicht schlecht. Und gebt mir Flosse. Flapp.